So, herzlich willkommen zum virtuellen Pressbriefing Tiermodelle und Tierversuche in der Erforschung von SARS-CoV-2. Welche sind wirklich notwendig? Tierversuche spielen eine tragende Rolle, um das Virus SARS-CoV-2, den Erreger von Covid-19, besser zu verstehen. Welche Säugetiere und Haustiere lassen sich neben dem Menschen mit dem Erreger infizieren? Welche werden krank? Unter welchen Bedingungen ist das Virus etwa in Frettchen über Aerosole im Luftstrom übertragbar? Zu solchen und vielen weiteren Fragen forscht das Friedrich-Löffler-Institut, unter anderem auf der Insel Ries. Sein Präsident, Professor Dr. Thomas Mettenleiter, steht Ihnen heute Rede und Antwort. Vielen Dank. Sehr gerne. Zudem beantworten wir Fragen zum Thema Tierversuche in der Impfstoffentwicklung. Welche in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe können Versuchstiere schützen? Und welche Versuchstiere benötigen wir da wieder? Welche Nebenwirkungen können auftreten, auch im Rahmen von klinischen Studien? Was wissen wir darüber? Und welche Tierversuche verlangen die europäischen Zulassungsbehörden, wie die EMA oder eben das Paul-Ehrlich-Institut als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel? Und welche Rolle spielen dabei zum Beispiel Versuche an Rhesusaffen oder anderen mit Blick auf die Aussagekraft für den Menschen? Zeit genommen, trotz dichten Terminkalenders, hat sich dazu der Präsident des PAI, Professor Dr. Klaus Cichutek, herzlich willkommen. Gerne. Hallo. Wenn Sie als Journalisten gleich Fragen haben, können Sie diese einfach hier in den Chat schreiben. Wir sammeln dann Ihre Fragen und stellen diese den Experten, wenn das thematisch passt. Bitte benutzen Sie dafür die Funktion an alle Teilnehmer, damit wir Ihre Frage berücksichtigen können. Und meine erste Frage geht nun direkt an den Präsidenten des Friedrich-Löffler-Instituts, dem Bundesinstitut für Tiergesundheit, Herr Professor Dr. Mettenleiter. Vielleicht können Sie kurz darlegen, welche Erkenntnisse das FLI durch Tierversuche zu Covid-19 aktuell erlangt hat. Wir haben da eine kleine Präsentation vorbereitet und die würde ich jetzt eben einspielen. Genau. So. Wir haben da was vorbereitet. Vielen Dank. Ja, ich führe gerne kurz ein in das, was wir in den vergangenen Monaten und Wochen in dem Kontext gemacht haben. Bei unserem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Nächstes, der. Wir haben ja zwei Schwerpunkte bei uns. Der eine Forschungsschwerpunkt ist die Gesundheit und das Wohlbefinden Lebensmittel und liefernder Tiere von der Honigbiene bis zum Rind. Im Kontext SARS-CoV-2 sind lebensmittelliefernde Tiere empfänglich für diesen Erreger. Und zweitens werden sie krank, also hat es einen Einfluss auf die Tiergesundheit. Und der zweite wesentliche Schwerpunkt ist der Schutz des Menschen vor Zoonosen. Das heißt, können Tiere den Menschen anstecken oder weitergedacht, können Tiere als Modell für die Infektion des Menschen dienen zur Prüfung von Impfstoffen oder Therapeutika. Nächstes. Vielleicht noch mal kurz den Begriff Zoonosen erläutern. Zoonosen sind Infektionen, die auf natürliche Weise zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren übertragen werden, wobei der Begriff Zoonose jetzt selber keine Richtung mit beinhaltet, sondern das geht in beide Richtungen. Wenn man das genauer definieren möchte, dann heißt das von Tier auf den Menschen Zooanthroponosen oder von Menschen auf Tiere Anthropozoonosen. Dass solche Erreger zwischen Tier und Mensch springen, ist kein Wunder. Biologisch ist der Mensch Teil des Tierreichs. Und es ist, muss man glaube ich immer wieder sagen, es existiert keine besondere Barriere zwischen Tier und Mensch. Es gibt also eine ganze Reihe von Erregern, die als zoonotische Erreger einzustufen sind. Einige Beispiele habe ich hier aufgelistet aus allen Gruppen von Erregern, die wir kennen. Nächstes. Dadurch, dass der Mensch Teil des Tierreichs ist, verwundert es auch nicht, dass etwa 60% der bekannten menschlichen Infektionskrankheiten zoonotischen Ursprungs sind, also ursprünglich aus einem Tier stammen. Und von den neu auftretenden Infektionskrankheiten, zu denen auch SARS-CoV-2 gehört, sind mindestens 75% aus einem tierischen Reservoir auf den Menschen übergesprungen. Das ist also kein eigentlich seltenes Ereignis, sondern das ist eher die Normalität. Nächstes. Ja, Rekord. Um das mal kurz am Beispiel von SARS-CoV-2 zu erläutern. Wir haben also den Übergang eines neuartigen Coronavirus, das wahrscheinlich von einer Fledermaus stammt, von einer Hufeisennase auf den Menschen. Also der Kontakt Tier-Mensch. Dann der nächste Schritt ist die Selektion für eine gute Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Hier ist eine hohe Bevölkerungsdichte natürlich hilfreich für den Erreger. Und dann die pandemische Ausbreitung durch die globale Mobilität. Das heißt, heute kann fast jeder Punkt der Erde in sehr kurzer Zeit, und das ist das Tragische, eben innerhalb der Inkubationszeit der Erreger dann auch erreicht werden. Nächstes. Das ist der Kontext, in dem wir uns mit SARS-CoV-2 als Zoonose beschäftigen. Und ich möchte Sie kurz informieren über unsere Experimente in Flughunden, Frettchen, Goldhamstern, Schweinen und Hühnern.
Und dazu sitzen bei mir die Expertinnen oder Expertin Anne Balkemar-Buschmann. Frau Dr. Balkemar-Buschmann war verantwortlich für die Infektionsexperimente in Fluchhunden und Goldhamstern. Und Herr Professor Dr. Martin Beer ist derjenige, der die Experimente in Frettchen, Schweinen und Hühnern mit beaufsichtigt. Nächstes. Ganz kurz zu den lebensmittelliefernden Tieren. Wir haben also bei uns Schweine und Hühner. Sie sehen die Zahlen intranasal oder bei Hühnern okulo-oronasal, also auf dem vermeintlich natürlichen Infektionsweg versucht zu infizieren. Wir haben einen Tag später 3 Kontakttiere dazugestellt, um auch Übertragung messen zu können. Ich kann das sehr kurz zusammenfassen in unserem Versuch und auch in anderen Versuchen, die global von Kolleginnen und Kollegen von uns gemacht worden sind, haben sich keine Hinweise ergeben, dass Hühner, darüber hinaus auch Enten, Puten oder Schweine empfänglich sind für diesen Erreger, zumindest nicht unter unseren verwendeten experimentellen Bedingungen. Nächstes. Der Erreger scheint ja aus einem Fledermausreservoir zu kommen. So haben wir uns daran gemacht, auch bei uns Fledermäuse zu infizieren. Wir haben bei uns am Institut seit 2013 eine Zuchtkolonie von Nilflughunden, Rosettus aegyptiacus. Die sind zwar nun phylogenetisch etwas weit entfernt von den diskutierten Reservoir-Fledermäusen, den Hufeisennasen, gehören aber in die gleiche Untergruppe. Wir haben hier die Infektionen auch oronasal durchgeführt und sehen keine erkennbaren klinischen Symptome. Das heißt, die Tiere werden nicht krank. Sie scheiden aber Virus aus. Das heißt, sie vermehren das Virus im oberen Atmungstrakt, im Respirationstrakt. 7 von 9 Tieren wurden infiziert. Dass das auch infektiöses Virus ist und nicht nur genetisches Material, konnten wir ebenfalls zeigen. Und die Übertragung auf 1 von den 3 Kontakttieren hat dann auch entsprechend stattgefunden. Das heißt, die Tiere vermehren, sie werden allerdings nicht krank, aber sie können auf Kontakttiere übertragen. Nächstes Dia. Und das ist etwas, was zumindest in Einklang zu bringen ist mit den möglichen Merkmalen eines Reservoirwirtes, also rasche Elimination des Erregers ohne Ausbildung klinischer Symptome, mit einer Virusvermehrung im oberen Respirationstrakt, nicht im unteren. Wir haben außerdem eine recht schwach ausgeprägte Antikörperbildung. Das heißt, das Virus schafft es nicht, sich im ganzen Körper auszubreiten und dort eine starke Immunantwort zu induzieren. Nächstes. Nun zu den Frettchen. Das ist ja eines der Modelltiere, die momentan große Aufmerksamkeit erweckt haben. Wir haben hier auch einen Infektionsversuch nach dem gleichen Muster gestartet, also 9 Frettchen inokuliert intranasal, 3 Frettchen als Kontakte zugestellt. Von den 9 inokulierten Frettchen sind 8 wirklich infiziert worden, haben auch effizient an alle 3 Kontakttiere übertragen. Im unteren Bildreihe ist mal dargestellt, unter welchen Schutzbedingungen das bei uns läuft. Das ist also im Sicherheitsbereich der Schutzstufe 3 mit diesen Vollschutzanzügen, die Sie links sehen und rechts, wie die Tiere dann in diesen Käfigen untergebracht sind. Wir haben ein SARS-Isolat verwendet, das aus München stammt, vom Institut der Mikrobiologie. Das erste deutsche Isolat, sag mal, das stammt aus dem Webasto-Cluster. Nächstes Tier. In dem Fall haben wir auch keine klinischen Symptome, also kein Fieber, keine Atemwegserkrankung, aber Virusausscheidung über relativ lange Zeit. 8 von 9 Tieren sind infiziert worden. Wir haben keinerlei Affektion, also Beeinträchtigung der Atmungswege über den oberen Atmungstrakt hinaus. Auch dort wird infektiöses Virus ausgeschieden in relativ großen Mengen und die Übertragung hat sehr effizient stattgefunden. Das heißt, das zusammenzufassen, wir haben keine klinischen Symptome gezeigt, wir haben eine sehr effiziente Virusvermehrung im Respirationstrakt, im oberen Atmungstrakt, Virusübertragung auf alle Kontakttiere, das ist also sehr effizient. Wir gehen davon aus, dass Frettchen so als Modell der asymptomatischen SARS-CoV-2-Infektion bei Menschen dienen können. Das heißt keine Krankheit, aber Virusvermehrung und Übertragung. Und wir denken, dass es gut geeignet ist für die Untersuchung der Effizienz von Vakzinekandidaten, bevor es zu klinischen Studien in Menschen kommt. Dann komme ich noch zu den Goldhamstern. Das sind neuere Ergebnisse. Der syrische Goldhamster ist empfänglich für SARS-CoV-1. Wir konnten zeigen, jetzt auch für SARS-CoV-2, das sind wir nicht die einzigen weltweit, die an diesem Modell arbeiten, aber alle Ergebnisse decken sich einigermaßen. Das heißt, es sind klinische Symptome zu beobachten nach der Infektion, die Tiere verlieren an Gewicht, dann nehmen sie aber wieder zu. Sie werden aber nicht schwer krank, das heißt kein Fieber und keine respiratorischen Symptome.
Es wird das Virus allerdings auch hier im oberen Atmungstrakt vermehrt und ausgeschieden. In dem Fall waren alle Tiere infiziert. Das Virus wurde auf alle Kontakttiere übertragen. Und was wir sehen konnten, ist bei histopathologischen Untersuchungen, dass nun doch eine Lungenbeeinträchtigung zu sehen war. Das heißt also, hier kommt es wirklich zu einer leichten Covid-19. Das heißt, in dem Fall, nächstes Jahr, sehen wir, dass das bei den Hamstern eben doch zu einem klinischen Verlauf führt, wenn der auch mild ist. Und wir denken deswegen, dass das Hamstermodell für die Untersuchung der Effizienz von Therapeutika, also Interventionsmaßnahmen gegen klinische Symptome, geeignet sein könnte. Nächstes. Und damit bin ich schon zu Ende. Hier sieht man noch, wo diese Experimente stattgefunden haben. Auf der Insel Riems, in unserem neuen tierexperimentellen Anlagen im Bereich der Schutzstufe 3. Unser Kontakt unten, presse@fni.de. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit zunächst und gebe dann den Staffelstab zurück an Herrn Stollertz. Genau, vielen Dank, sehr schön. Dann würde ich erstmal gleich weitermachen mit der Frage an den Präsidenten des PAI, Klaus Cichutek, was Tierversuche in der Impfstoffentwicklung angeht. Würde uns natürlich zunächst interessieren, welche Tierversuche aus Sicht des PAI aktuell unverzichtbar sind in der Impfstoffentwicklung. Und in Zeiten von Covid dann natürlich auch, weil die klinischen Versuche an Menschen ja recht schnell begonnen haben, die laufen ja faktisch schon, welche Rolle eigentlich die Tierversuche in der aktuellen Impfstoffentwicklung jetzt praktisch live spielen. Vielleicht können Sie dazu erstmal einführend kurz was sagen. Ja, vielen Dank. Ich hätte Ihnen natürlich auch malerische Bilder vom Paul-Ehrlich-Institut nicht ganz so schön gelesen an der Ostsee wie die Insel Riems zeigen können, aber ich möchte Ihnen zunächst erstmal verbalen Statement geben zu den entsprechenden Tierversuchen, die im Rahmen der Regulation, aber auch der Forschung am Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt werden und gebraucht werden. Als erstes Anfangsstatement möchte ich betonen, dass das Paul-Ehrlich-Institut sich den 3Rs verpflichtet fühlt, das heißt Reduction, Refinement, Replacement von Tierversuchen. Das ist ganz klar in der Regulation der Trend. Das heißt, wir versuchen Tierversuche so weit wie möglich zu vermeiden. Es gibt ja viele Systeme wie Organoide, Zellkulturversuche, die zum Teil Tierversuche inzwischen ersetzen können oder auch neuere Assay-Methoden. Und hier hat das Paul-Ehrlich-Institut schon jahrzehntelang viele Preise eingeheimst, aber auch sehr gute Arbeit geleistet, um viele, viele Tierversuche in der Impfstoff- und biomedizinischen Arzneimittelentwicklung zu vermeiden. Eine Sekunde, Herr Meintenleitner, können Sie kurz Ihr Mikro mal eben ausstellen? Sonst, Sie haben ein bisschen Hintergrundgeräusch, nur jetzt akut, damit, sonst haben wir so ein bisschen Fiepen. Mal schauen, wo ich wieder ans Mikro rankomme. Also einfach nur stumm schalten. Genau. So besser? So, jetzt hätte ich. Nein, weil du noch zu hören bist. Ja. Okay. Okay. Gut, dann machen Sie weiter, ja. Ja, der zweite Punkt ist, dass wir bei der Arzneimittelentwicklung, speziell auch bei der Impfstoffentwicklung, natürlich mehrere Vorgaben haben, zu denen auch wirklich Tierversuche notwendig sind. Wir sprechen im Allgemeinen von den Suitable Animal Models. Vielleicht kann ich noch mal kurz erläutern, gerade auch im Zusammenhang mit Covid-19, welche Art der Arzneimittel von uns reguliert und somit auch in der Entwicklung betreut werden. Neben den präventiven spezifischen Impfstoffen gibt es auch unspezifische Impfstoffansätze zur allgemeinen Immunstimulation, die vorbeugend wirken sollen und dahingehend geprüft werden. Zum anderen werden natürlich Arzneimittel getestet, die sogenannte neutralisierende, also das Virus in seiner Belastung reduzierende Antikörper getestet, und die finden sich einmal im Plasma von Covid-19-Genesenen. Das ist die Verwendung von sogenannten rekonvaleszenten Plasmen, die direkt übertragen werden von Genesenen zu Patienten, um hier die Immunwirkung mit den Antikörpern zu unterstützen. Zum anderen befinden sich aber auch monoklonale Antikörper, also ganz spezifische einzelne Antikörper in der Entwicklung, die neutralisierend auf das Virus wirken. Und der dritte Ansatz, das sind die der generellen inflammatorischen Entzündung und der überschießenden Immunantwort entgegenwirkende monoklonale Antikörper, die zum Beispiel den entsprechenden Weg über IL-6 oder IL-6-Rezeptor, also Interleukine, unterbrechen. In diesem Zusammenhang
wird es immer wieder notwendig sein, Tierversuche vor einer Erstanwendung am Menschen durchzuführen, weil Tierversuche haben ja den Zweck, schon mal zu ermessen, welche groben Risiken auf den Menschen zukommen können. Und wir werden sicher miteinander diskutieren, dass die dahingehend nicht allumfassend sind, nicht alle Risiken vielleicht erfasst werden können. Aber ich glaube, Tierversuche haben da viel menschliches Leid auch schon verhindert, wenn die entsprechenden Auffälligkeiten in den Tierversuchen gemessen werden konnten. Wir sprechen bei den Therapeutika vom sogenannten Suitable Animal Models, das heißt geeigneten Tiermodellen. Das können Tiermodelle sein, die Aspekte der Krankheit nachstellen, sodass man entsprechende Therapeutika gerade in diesem Zusammenhang testen kann. Es gibt aber gerade bei den Impfstoffen auch die Notwendigkeit, hier Verträglichkeitsprobleme und mögliche Risiken für gröbere Schäden vorab zu testen. Und dazu sind noch von Tierversuchen ebenfalls notwendig. Das heißt, wir haben eigentlich Tiermodelle für Krankheit, aber Tiermodelle auch für die Therapeutika-Testung und Tiermodelle für die Testung bestimmter Verträglichkeits-, aber auch Immunogenitätsaspekte bei den Impfstoffen. Kurzer Aspekt zur Pathogenese. Wie Herr Mettenleiter das schon erläutert hat, gerade im Zusammenhang mit Covid-19, wäre es natürlich wünschenswert, gerade im Hinblick auf die Therapeutika auch die Mechanismen, die hinter der Pathogenese beim Menschen stehen, genauer zu verstehen. Wir haben erlebt, dass Frettchen zunächst ein interessantes Modell dazu sind, waren, die aber jetzt in Bezug auf die Krankheitszeiten nicht besonders aussagekräftig sind. Wir haben aber eine größere Frettchenkolonie am Paul-Ehrlich-Institut und unsere Zucht kommt auch dem Friedrich-Löffler-Institut in der Kooperation zugute. Dann sind Hamster natürlich momentan das Modell der Wahl. Einmal, weil sie eine entsprechende Pathologie zeigen, aber weil man direkt auch pathologisch sieht, dass die infizierten Hamster Gewichtsverlust erleiden, auch eine entsprechende Lungenerkrankung zeigen. Dann gibt es sogenannte ACE2-transgene Mäuse, das heißt transgene Mäuse, die den Humanrezeptor tragen, weil wir wissen, dass SARS-CoV-2 ohne besondere Adaptation in Mäusen nicht vermehrungsfähig ist. Und ganz am Ende gibt es auch Non-Human Primates, wie wir sagen, oder Altweltaffen, die verschiedene Aspekte der Pathogenese, aber vor allen Dingen auch für die Impfstoffprojekte in Frage kommen. Zum guten Schluss möchte ich kurz erläutern, was wir als Vorbedingung für First-in-Man, also erste Tests von Covid-19-Impfstoffen verlangen. Ich will mich auf dieses Thema konzentrieren. Ja. Da geht es einmal um grobe Sicherheitsprobleme, das heißt, es wird im Allgemeinen getestet an Ratten oder auch Kaninchen, gibt es durch einen Impfstoff Organschäden. Es geht um systemische Reaktionen, aber auch lokale Reaktionen, lokale Irritationen, die Reaktogenität. Es wird aber auch natürlich die Biodistribution angesehen. Denken Sie an RNA- oder DNA-Impfstoffe, die intramuskulär injiziert werden. Dann aber möglicherweise auch nicht nur in den Muskel, sondern zu kleinen Teilen in andere Organe oder Gewebe gelangen. Wir haben aber auch allgemein zur Pharmakodynamik und zur Pharmakokinetik, wie wir sagen, Aussagen zu treffen. Das bedeutet, welcher Mechanismus wird von einem therapeutischen Arzneimittel getriggert? Und in Bezug auf Impfstoffe bedeutet das im Wesentlichen aber auch, wie lange verbleibt das Antigen, wie gut ist die Immunreaktion, gibt es eine spezifische Immunreaktion, betrifft die den humoralen, zellulären und den angeborenen Zweig des Immunsystems, wie lange dauert diese an? Und dann kommt es vor allen Dingen auch hier und da auf Schutzversuche an. Das heißt, wir hätten natürlich ganz gerne gewusst, mit welchem Erregerbestandteil, das heißt, mit welchem Antigen können wir tatsächlich schützen gegenüber einer Coronavirus 2 Infektion. Und hier werden sehr häufig Altweltaffenversuche angestrengt, weil die sehr nahe am Menschen und seiner Immunreaktion und der Schutzwirkung liegen. Und das ist aber keine Vorbedingung für die First-in-Man-Prüfung, sondern entsprechende Schutzversuche können auch nachgeholt werden. Insgesamt also, lasse mich nur gerade den Schlusssatz sagen, der lauten soll, dass
einige Tierversuche immer noch unabdingbar sind. Das Immunsystem weder des Menschen noch der Tiere können wir gut ohne Tiere und den Organismus wirklich verstehen und nutzen. Und wir werden deswegen einige der Versuche auch vor der Erstanwendung von Impfstoffen immer machen müssen und anstrengen müssen, trotz aller Versuche, diese zu reduzieren. Und sie sind wirklich notwendig, weil sie den Schutz des Menschen damit erreichen vor der Erstanwendung, denn sie wollen vermeiden, dass grobe Organschäden, grobe Unverträglichkeiten unerkannt direkt bei den Menschen, die sich glücklicherweise für Impfstoffversuche im Rahmen kontrollierter klinischer Prüfung stellen, vorkommen. Dankeschön. Genau. Danke. Ich wollte gleich da nochmal nachfragen, Sie hatten gesprochen über Experimente, wo sozusagen wirklich die Schutzwirkung von Impfungen auch, also Challenge-Versuche, wie man sie auch nennt, untersucht werden soll. Außer den Altweltaffen, die Sie gerade erwähnt haben, Sie hatten gesagt, dass sie nicht für eine Zulassung Vorbedingungen sind. Ist das richtig? Also das heißt Schutzversuche oder welche Schutzversuche würden Sie als Zulassungsbehörde sozusagen gerne bei einem Impfstoff, wir lesen ja jetzt viel über alle möglichen Daten, was würden Sie erwarten? Also was muss der Hersteller oder der Impfstoffentwickler Ihnen zeigen an Daten bezogen auf Schutzwirkung? Ja, wir sollen hier zunächst unterscheiden zwischen der Entwicklungsphase und ein Teil der Entwicklungsphase sind nicht klinische Untersuchungen im Labor oder an Tieren und an Tieren. Dann kommt die klinische Prüfungsphase mit den Phasen 1, 2, 3. Hier sprechen wir von Genehmigung klinischer Prüfungen. Und was ich ausgedrückt habe, ist, dass vor der Erstanwendung, das heißt vor der ersten klinischen Prüfung eines neuen Impfstoffs, verlangen wir bestimmte Untersuchungen zur Verträglichkeit, zur Reaktogenität, zur Immunogenität. Das heißt, kann ein Impfstoff eine spezifische Schutzwirkung gegen den Erreger erzielen? Aber das sind noch keine Belastungsversuche, bei denen ein Challenge durchgeführt wird. Und diese Challenges werden im Rahmen der weiteren klinischen Untersuchungen parallel am Tier durchgeführt. Das müssen wir unterscheiden von der Zulassung. Da werden ja alle diese nicht klinischen klinischen Daten gemeinsam präsentiert und von den Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts auch evaluiert. Und hier brauchen wir natürlich die volle Breite der Kenntnisse über Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und dazu gehören auch Schutzdaten am Tier. Und am besten ist man natürlich dran, aber das ist sehr selten bei neuen Erregern und neuen Impfstoffen gleich am Anfang der Fall, wenn man ein sogenanntes Schutzkorrelat definieren kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel wüsste, dass ein bestimmter Titer von sogenannten neutralisierenden Antikörpern, die also den Wiedereintritt von Virus in neue Zellen behindern und reduzieren können, wenn solche Titer bekannt sind, die garantieren, dass ein Mensch, der in seinem Blut diese Titer aufweist, geschützt ist vor der Krankheit. Und das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den wir lernen müssen. Impfstoffe schützen vor der Krankheit. Nicht immer kann die Immunreaktion so stark sein, dass die Virusinfektion komplett verhindert wird. Wir würden in so einem Fall von steriler Immunisierung oder Immunität reden, aber es reicht völlig aus, den Erreger früh in der Replikation im Körper abzufangen, um dann zu vermeiden, dass Schäden auftreten im Sinne einer Krankheit. Ich habe hier eine Frage an Sie beide. Vielleicht fangen wir an mit Herrn Mettenleiter. Gibt es in Ihrer Praxis am Flea Tierversuche, die man früher durchgeführt hat, aber wo Sie heute darauf verzichten können? Schon. Ich meine, es ist so, wenn man Schutzkorrelate kennt, dann kann man zumindest in einigen Bereichen auf die Belastungsversuche verzichten. Aber in der Tat ist es so, dass Tierversuche eben nur wirklich den Vorteil haben, dass die Belastungsstudien gemacht werden können. Das heißt, direkt getestet werden kann, wie gut ist denn eine Impfantwort und auch im Schutz, und zwar eben nicht nur im Schutz vor Krankheit, sondern auch in der Reduktion der Virusvermehrung. Das geht ja bis zu einem gewissen Grad parallel. Das heißt also auch in der Unterbrechung von Infektketten. Auch das wollen wir ja durch Impfstoffe erreichen. Deswegen auch jetzt unsere Studien, was die Kontaktübertragung angeht. Das heißt, auch solche Parameter können im Tierversuch gemessen werden. Und um solche Schutzkorrelate zu etablieren, da sind Tierversuche zumindest in einer ersten Näherung gut geeignet. Denn dort haben wir eben die Möglichkeit, unterschiedliche Parameter dann auch unter Belastungsinfektionen zu überprüfen. Das heißt, zumindest mal uns ranzutasten an ein mögliches Korrelat des Schutzes, auch für den Menschen. Und da sind Tierversuche ein guter Wegweiser, würde ich sagen, ganz am Anfang. Das heißt im Grunde, man könnte dann
auf Tierversuche dann verzichten, wenn man klare Korrelate finden würde. Dafür sind aber wiederum Tierversuche nötig. Das ist so ein bisschen. Richtig. Also ich meine, sie sind nötig, um die Korrelate zu entwickeln. Und ich will auch nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir brauchen dann nur die Tierversuche, dann wissen wir schon alles. Das ist sicherlich auch nicht der Fall. Aber wie ich schon sagte, als Wegweiser sind sie sehr, sehr hilfreich. Wenn Korrelate da sind, dann kann es in der Tat auch dazu führen, dass man keine Tierversuche mehr braucht. Ich erinnere zum Beispiel an die Impfung gegen Tollwut. Hier gibt es einen international akzeptierten Standard, wo man sagt, wenn so viel Antikörper da ist, dann ist auch von einem Schutz auszugehen. Und dann muss ich natürlich solche Belastungsversuche nicht mehr durchführen. Herr Zichotek, Sie hatten eben die 3R-Prinzipien erwähnt. Können Sie sagen, jetzt speziell sagen wir mal Impfstoffentwicklung, gibt es da Tierversuche, auf die Sie heute verzichten können? Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Ein Beispiel sind die Rotlaufimpfstoffe. Beispielsweise das ist jetzt ein Veterinärimpfstoff, den das Paul-Ehrlich-Institut ebenso betreut. Und hier sind sehr viele Tierversuche gemacht worden und die sind inzwischen obsolet. Allerdings muss ich gestehen, viele Tierversuche sind auch tatsächlich in der Pharmakopöe, das heißt im Arzneibuch, mit festgeschrieben. Und der Weg von unseren Untersuchungen, die zeigen, dass ein bestimmter Tierversuch abgelöst werden kann, von einem guten Labortest in Zellkultur beispielsweise bis zum Festschreiben in der Pharmakopöe, ist doch ein relativ langer, sodass wir hier eine lange Vorlaufzeit brauchen. Und da gibt es halt Entwicklungen, die dauern sehr lang. Vielleicht nochmal die Nachfrage nach den alternativen Methoden, um Impfstoffe und Medikamente jetzt speziell gegen SARS-CoV-2 zu testen. Ist das da eine besondere Herausforderung? Klar, den Erreger kennen wir noch nicht lange. Ist ja auch irgendwie klar, als Impfstoffe, die schon lange bekannt sind. Herr Mettenleitner, was würden Sie da sagen? Also sehen Sie schon Alternativen für sich, um solche Versuche sozusagen, sagen wir mal, sparsamer zu verwenden? Oder bei einem neuen Erreger, so wie diesem? Zoonose gibt es erst ein halbes Jahr. Ich versuche natürlich da genau gleich, wie es gerade gesagt worden ist, das 3R-Prinzip. Nicht versuchen wir, respektieren das 3R-Prinzip, aber es gibt sicherlich Fragestellungen, wo wir im Moment immer noch in der Situation sind, im Rahmen der Grundlagenforschung, auch in der Verständnisse des Erregers, wo wir dann über Tierversuche eben nicht hinauskommen können. Wir brauchen sie da unbedingt. Gerade die Interaktion von neuen Erregern mit entsprechenden neuen Wirken, und das ist ja das, was wir hier jetzt haben, die erfordern zumindest am Anfang ein sogenanntes Baseline-Setting. Das heißt, wir müssen einfach mal die Grundprinzipien verstehen in der Auseinandersetzung zwischen Virus und Wirt. Aber in der Tat sind natürlich Systeme, die in der Entwicklung sind und hier auch eingesetzt werden, organoide oder organähnliche Systeme, die bestimmte Fragestellungen sicherlich gut bearbeiten lassen, die aber nicht die Gesamtantwort des Organismus auf eine solche Infektion widerspiegeln. Und da sind wir wieder eben bei den Tierversuchen. Wir haben ja gerade eine Frage, schließe ich gleich an für Sie. Hamster lassen sich relativ leicht infizieren. Sie haben es gerade gesagt. Was bedeutet das für die Haltung von Hamstern als Haustiere? Können die uns Menschen sozusagen oder die Kinder, die sie halten, infizieren? Das ist die Frage. Also es gibt bisher weltweit keinerlei Hinweise, dass es zu einer Infektion von Menschen durch infizierte Haustiere gekommen ist. Das spielt weder epidemiologisch offensichtlich eine Rolle, noch es sind Haustiere oder Haustierhaltung als Risikofaktoren aufgetreten. Andererseits muss man immer wieder sagen, SARS-CoV-2 ist ein zoonotischer Erreger, der das Potenzial hat, eben auch Tiere zu infizieren. Das heißt, wenn man selber SARS-CoV-2 positiv getestet ist, dann würde ich doch anraten, sich von seinen Haustieren, zumindest von den empfänglichen Haustieren, und das wäre eben Hund, Katze, Frettchen, Hamster, dann doch möglichst fernzuhalten und vielleicht noch mehr als sonst auf die Hygiene zu achten. Und haben wir dann auch PCR-Tests für Haustiere eventuell? Oder ist das noch nicht? Also die PCR-Tests sind grundsätzlich die Art völlig unspezifisch. Das heißt also, hier ist es egal, ob ich mit der PCR nur einen Hamster teste oder eine Katze oder einen Menschen. Das spricht jedes Mal dann auf den Erreger an. Das ist der Antikörpertest anders. Die müssen dann wirklich speziell auf den entsprechenden Einsatz dann konfektioniert sein. Aber was die PCR angeht, ja, kann man das natürlich machen. Es gibt ja auch Labore, die das in der Zwischenzeit anbieten, dass Tiere getestet werden können. Wir halten das, wenn überhaupt, nur dann für sinnvoll, wenn ein direkter epidemiologischer Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Fall besteht. Dann kann man das tun, und um dann auch die Information zu bekommen, dass getestet wird und dass positiv getestet wird, soll ja am 3. Juli im Bundesrat nun die Meldepflicht für SARS-CoV-2-Infektionen bei gehaltenen Tieren in Deutschland eingeführt werden. Das bringt uns dann in die Lage, dann auch die entsprechenden Fälle systematisch erfassen zu können.
Herr Zichutek, ich habe hier eine Frage für Sie. Nochmal beschränken wir es mal auf Impfstoffe. Was ein geeignetes Tiermodell für SARS-CoV-2 eigentlich, welche klinischen Symptome sollte denn sozusagen das Tier, an dem sozusagen ein Impfstoff jetzt getestet wird, haben müssen, um dann auch valide Aussagen überhaupt auf den Menschen treffen zu können? Also ich glaube, wichtig ist nochmal wahrzunehmen bei der Impfstofftestung, im Grunde wollen wir vorab am Tier neben den pharmakologisch-toxikologischen Aspekten natürlich gerne sehen, dass eine Schutzwirkung stattfindet. Das war eine der Fragen, die ich ebenfalls aus dem Chat entnommen habe. Und hier könnte man natürlich argumentieren, um Schutz vor einer Infektion zu zeigen, brauchen Sie keine Pathogenität am Tier, denn es wird ausreichend zu sehen, ob Virus nach der Belastung dann tatsächlich sich im Körper vermehrt der Tiere oder nicht. Das ist schon so richtig, aber auf der anderen Seite ist es bei solchen Tiermodellen für die Schutzwirkung ganz wichtig, wenn es irgendwie geht, in der Nähe auch der Vermehrung und der Pathologie am Menschen zu sein. Beispielsweise ist der Aspekt der Replikation im Lungenbereich, im tieferen respiratorischen System ein wichtiger Aspekt. Vielleicht gibt es noch andere, die da eine Rolle spielen. Das Zweite ist, wenn Sie eine Schutzwirkung sehen wollen, bei Hamstern findet man, dass diese sehr schnell an Gewicht verlieren. Übrigens sterben die Hamster nicht notwendigerweise. Und auch hier ist natürlich so ein Readout sehr einfach und macht das dann leichter, eine Impfwirkung wahrzunehmen. Dritter Aspekt, der gar nicht zu unterschätzen ist, ist die Transmission. Das heißt, wir hoffen, und ich bin hier in einer entsprechenden WHO-Gruppe, die sich gerade international mit der Thematik auseinandersetzt, wie wird das sein mit den Covid-Impfstoffen, welche Qualität müssen sie haben, wie muss geimpft werden und versorgt werden. Die Transmissionsunterbrechung wäre ein sehr wichtiger Aspekt. Und das können Sie dann, wenn ein Tier möglichst die Replikation am Menschen sehr gut widerspiegelt, besser untersuchen. Das heißt, wir wollen mit einem Impfstoff nicht nur Krankheit vermeiden, sondern die Viruslast auch so weit senken, dass dann über respiratorische Phänomene oder andere Wege keine Übertragung von Mensch zu Mensch mehr stattfindet. Und das gerade bei der Bekämpfung der Pandemie ein ganz wichtiger Faktor. Nochmal ganz konkret nachgefragt, wir haben ja in Deutschland zwei Unternehmen, die sich sozusagen speziell der Entwicklung von RNA-Impfstoffen widmen, die ja eine bisschen andere Geschichte haben und auch noch nicht so weit erprobt sind. Wie schaut es denn da mit den Tierversuchen, zum Beispiel in Richtung möglicher Versuche an Altweltaffen? Ist das da gefordert oder eher nicht gefordert, weil sie eben? Also das ist bei diesen Impfstoffen genauso gefordert wie bei allen anderen, aber keine Voraussetzung für die erste Anwendung am Menschen, weil hier im Vordergrund steht, große Unverträglichkeiten zu testen und dann auch, weil wir im Moment sehr häufig Phase 1 und Phase 2 von Impfstoffen kombinieren, dass eine bestimmte Dosis gefunden wird, die eine Verträglichkeit garantiert, keine Sicherheitsprobleme macht und gleichzeitig aber genügend Immunreaktionen auslöst, auch eine haltbare Immunreaktion auslöst. Und das wird bei den RNA-Impfstoffen der zwei Unternehmen in Deutschland genauso gefordert wie bei anderen Impfstoffen. Dazu kommt aber bei den RNA-Impfstoffen einmal, dass wir eine Biodistribution noch haben wollen. Das heißt, wir wollen wissen, diese ungefährliche Erregerinformation über das Spike-Protein, gerät die nur in den Muskel und löst da die Immunreaktion aus oder werden auch noch andere Organe betroffen und wie lange verbleibt dieser Wirkstoff, das Antigen oder besser die Erbinformation im Körper? Das sind so wichtige Fragen, die Sie entsprechend an Tierversuchen abklären müssen. Außerdem werden wir noch neben diesen zwei RNA-klinischen Prüfungen in Deutschland sicherlich Prüfungen von Vektor Impfstoffen haben. Ich rechne mit 2, 3 weiteren in den nächsten Monaten und da werden diese Fragen genauso zum Tragen kommen. Verlangen Sie eigentlich, wenn Versuche zum Beispiel an Altweltaffen durchgeführt werden, dass die in Deutschland stattfinden oder ist das egal, sozusagen regulatorisch? Das muss nicht sein, das ist regulatorisch kein Problem. Es werden übrigens auch Daten am Menschen herangezogen, die nicht aus Deutschland oder Europa stammen. Das ist eine Thematik, die sich stellt in Bezug auf die Wirksamkeitsprüfung. Die wird ja da bei den Phase 2, 3 Prüfungen eine große Rolle spielen. Und hier ist das Thema, dass Wirksamkeit tatsächlich gemessen wird an der Anwendung
Anzahl der infizierten Personen, die einer Exposition gegenüber dem Erreger unterliegen, die geimpft wurden, im Vergleich zu Personen, die nicht geimpft wurden, die in ähnlichem Risiko und mit ähnlicher Exposition zu tun haben. Das heißt, hier verweisen wir zwar auf die Messung von Immunparametern, das ist durchaus wichtig, aber es werden wirklich Zahlen gemessen, wie viele Personen sind geschützt. Und genauso ist das bei den Tieren. Vielleicht darf ich da kurz noch anfügen. Es ist gerade kurz gesprochen worden von Vektorimpfstoffen. Das ist in der Tat nun auch einer der Impfstoffkandidaten, den wir im Moment aktuell im Versuch haben. Ich kann vielleicht kurz an Herrn Professor Bär abgeben, der diesen Versuch auch betreut, wie da der momentane Stand ist. Martin. Ja, wir haben den einen solchen Vektorimpfstoff im Moment in der Testung in den Frettchen und wir schauen uns dort in erster Linie an, dass, was Herr Ciotek auch schon gesagt hat, zum einen entstehen irgendwelche Nebenwirkungen, zweitens entstehen dort Antikörper, die wir messen können, in welcher Höhe entstehen die, sind das neutralisierende Antikörper, und die Frettchen werden dann gechallenged, also testinfiziert im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Wir haben dann auch Kontakttiere und es wird dann genau gemessen, sind die geimpften Frettchen eventuell geschützt sogar vor einer Replikation im oberen Respirationstrakt. Dort ist das Virus ja hauptsächlich im Frettchen. Das, denke ich, ist eine sehr große Herausforderung für solche Impfstoffe, die ja systemisch gegeben werden. Und wird dann eventuell auch die Weitergabe an Kontakttiere inhibiert. Das läuft im Moment und wir hoffen, dass wir da demnächst Ergebnisse auch bekannt geben können. Das ist eine Kooperation mit der Maximilians-Universität in München. Möchte ich ja nochmal sagen und in der Tat, ich möchte nochmal anschließen, nochmal Danke sagen ans PAI für die freundschaftliche Hilfe, auch was die Tiere angeht, sodass wir die Versuche jetzt auch sehr zeitnah durchführen können. Man muss sich immer vorstellen, das ist extrem aufwendig, das Ganze unter der Schutzstufe 3 laufen zu lassen. Und so sind wir ganz glücklich, dass wir das auch jetzt realisieren können. Danke. Also vielleicht den Dank nehme ich gerne an. Herr Stollers, vielleicht erlauben Sie mir bei der Gelegenheit auch auf die Impfstoffversuche am PAI hinzuweisen. Wir haben ja einmal einen auf Masern-Impfvirus basierenden Vektorimpfstoff, der ebenfalls schon gute Schutzwirkung am Tier beim MERS-Coronavirus gezeigt hat. Und aus diesen Versuchen natürlich zusammen mit vielen anderen Versuchen der wissenschaftlichen Community basieren viele der schnellen jetzt laufenden Covid-19-Impfstoffentwicklung, weil wir damit schon wissen, dass das Spike-Protein von diesen Coronaviren sehr gute Schutzwirkung erzielt oder welche Teile davon sogar. Dann haben wir noch einen HBV-Capsid-basierenden Impfstoff, der Protein präsentieren kann. Allerdings muss ich dazu sagen, das Paul-Ehrlich-Institut führt hier orientierende wissenschaftliche Versuche in der Forschung durch. Wir beteiligen uns nicht wirklich an der Impfstoffentwicklung, denn wir können nicht diese Entwicklung regulatorisch begleiten, gleichzeitig selber vornehmen. Aber diese orientierenden Forschungen an den Impfstoffen sind sehr wichtig, um wirklich zu verstehen, wie wirken sie, was sind die wichtigen Erregerbestandteile, was gibt es für Sicherheitsprobleme. Ich habe noch eine Frage an Herrn Mettenleiter. Kommt hier die Frage, was sagen Sie Personen, die den zoonotischen Ursprung von SARS-CoV-2 sozusagen bestreiten? Also wo kommt der Virus eigentlich her? Sie haben es gesagt, welche sozusagen Wörter dafür in Frage kommen. Vielleicht können Sie dazu aus Ihrer Sicht nochmal was sagen. Also ist das eine sinnlose Debatte oder gibt es da noch offene Fragen aus Ihrer Sicht? Sie sind ja da sehr erfahren. Wie schätzen Sie das ein? Also offene Fragen gibt es in der Forschung immer, das ist hier genauso. Ich meine, die Indizien weisen sehr deutlich darauf hin, dass der Erreger aus einem Fledermausreservoir stammt. Die genetisch engsten Verwandten zu diesem Erreger sind Fledermausviren. Also von daher zumindest, was den genetischen Stammbaum angeht, sieht das Virus aus wie ein Fledermausvirus. Das heißt nicht, dass es nun direkt von der Fledermaus auf den Menschen übergegangen sein muss. Wir wissen weder das Wie über diesen Übergang, noch das Wann, noch das Wo. Das sind also sicherlich von daher noch Fragen offen. Aber in der Einordnung des Erregers in diese Gruppe der Fledermaus-Coronaviren, dieser Fledermaus-Beta-Coronaviren, da deutet sehr viel darauf hin, dass es genau aus dieser Reservoir-Spezies dann auch kommt. Und welche Fragen sind für Sie aktuell noch zu klären? Also um das sozusagen, also sucht man aktuell nach diesem Reservoir weiterhin? Was ist, wenn man keins findet? Was ist dann eigentlich? Wir reden oft über diese Furin-Schnittstelle in diesem Protein, die so ein bisschen untypisch ist. Welche Versuche wären dafür möglich, um das zu klären? Sozusagen da noch näher zu kommen, wo es wirklich herkommt.
Also zum einen ist es in der Tat richtig, dass weder SARS-CoV, also das ursprüngliche SARS noch SARS-CoV-2 bisher in der Form, wie sie beim Menschen aufgetreten ist, auch bei einer Fledermaus gefunden wurden, was jetzt nicht ausschließt, dass sie dort auch vorkommen. Das heißt also, dass die Überwachung dieser Viren in der Wildtierpopulation, jetzt was Coronaviren angeht, insbesondere auch in der Fledermauspopulation, das wird weiterhin wichtig bleiben. Das ist auch etwas, wo wir wissen, dass unsere chinesischen Kollegen und Kollegen sehr, sehr aktiv weiter suchen. Es kommen immer wieder Berichte, dann gibt es wieder ein Virus, das vielleicht noch ein bisschen näher dran ist an SARS-CoV-2. Das ist das, was man von solchen Reservoiren dann auch erwarten würde, dass eine Vielfalt von sehr ähnlichen Viren sich dort aufhält und dass man aber sicherlich Glück haben muss, um dann aus dieser Vielfalt genau den einen Erreger zu treffen, der dann den Sprung auf den Menschen geschafft hat. Ich habe noch eine Nachfrage zu den Frettchenversuchen. Sie hatten ja gesagt, dass Sie diese Infektionsversuche gemacht haben mit den Frettchen, die in Kontakt standen. Es gibt ja auch so einen Versuchsaufbau, wo Frettchen sozusagen in einem eigenen Käfig sich befinden und so ein Luftstrom durchgeleitet wird. Da gibt es aber zwei Publikationen, die sich so ein bisschen widersprechen. Die eine sagt, ja, da hat es eine Aerosolübertragung praktisch in den nächsten Käfig und Infektion gegeben. Und die andere Publikation von Herrn Fouché ist das. Die hat gesagt, ja, da gibt es halt eine Übertragung auch, wenn kein direkter Kontakt zwischen dem infizierten Frettchen und dem nicht infizierten Frettchen in dem Nachbarkäfig mit Luftstrom zu finden ist. Können Sie dazu was sagen? Also was ist da Ihre Einschätzung? Ja, da gebe ich gerne an unseren Frettchenexperten, Professor Behrer, weiter. Also das sind ja, also wir hatten in unserem Versuch direkte Kontakttiere. Das heißt, dort war die Infektion sehr, sehr effizient. Also da ist bereits nach ein, zwei, drei Tagen sind die Tiere dann schon durch den Kontakt infiziert. Und man kann das gut nachweisen. Die Versuche, die zum Beispiel in Rotterdam gelaufen sind bei dem Kollegen Fouché, die sind dann über Röhren verbunden oder über einen gewissen Abstand. Und aufgrund der Ausscheidungsdaten, die wir von den Frettchen haben, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dort Aerosolübertragung auch bei nicht direktem Kontakt stattfinden kann. Also ich denke, dass das Frettchen da ein sehr gutes Beispiel ist und man muss jetzt sicher sich im Detail diese Daten mal angucken und es wird da auch weitere Experimente geben. Im Moment gehe ich davon aus, dass tatsächlich auch so eine Aerosolübertragung möglich ist. Was dort variabel ist, ist der Versuchsaufbau, also die Entfernung, die Art und Weise, wie dieses Aerosol übertragen wird. Und man darf nicht vergessen, wir befinden uns bei diesen Versuchen immer in Hochsicherheitsbereichen mit großem Luftaustausch, mit verschiedenen Bedingungen, die dann eben auch zur Variabilität bei diesen Versuchen führen. Es ist also gar nicht so einfach, das nachzuspielen. Und das heißt auch, dass die Übertragbarkeit dann entsprechend auf die Situation bei Menschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil der Versuchsaufbau sehr stark auch sich unterscheiden kann. Also welcher Luftstrom? Man kann sich unterscheiden. Ich glaube aber gerade, dass diese Replikation im oberen Respirationstrakt bei den Frettchen und die Übertragbarkeit durchaus sehr ähnlich wahrscheinlich zu der ist, wie wir sie bei Menschen beobachten. Also das zeigen im Grunde jetzt alle Ergebnisse mit den Frettchen, die ja von vielen Kollegen gemacht worden sind, während die Veränderungen in der Lunge oder klinische Anzeichen dort eben nicht zu sehen sind. Da ist der Hamster oder auch verschiedene Affenmodelle viel besser. Ja, vielleicht da auch nochmal eine Anmerkung zu Hamster. Ich meine, auch dort war ja die direkte Kontaktübertragung sehr effizient. Das dürfen wir jetzt nicht außen vor lassen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, also das Kontaktexperiment in den Hamstern war ähnlich aufgebaut, analog aufgebaut zu dem, was Martin Behr auch gerade schon zu den Frettchen beschrieben hat. Wir hatten da also den direkten Kontakt der experimentell infizierten Tiere zu den Kontakttieren. Auch da sind alle drei Kontakttiere infiziert worden. War also auch dort sehr effizient. Aber es gibt ja auch in der Literatur diese berühmte Studie zur Wirkung des Mundschutzes bei Hamstern. Also das war ja dann auch so eine vergleichbare Studie, um zu sehen, ob die Aerosolübertragung beim Hamster stattfindet. Und auch dort konnte ja gezeigt werden, sie findet oder sie kann stattfinden. Und auch unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hamster genügende Mengen an infektiösem Virus ausscheiden, dass eine solche Aerosolinfektion möglich wäre. So, dann habe ich eine Frage an Herrn Psychotek, nochmal zurück zu den RNA-Impfstoffen. Da ist eine Frage nochmal nach der Verknüpfung von den verschiedenen Phasen der klinischen Studien. Und soweit ich das verstanden hatte, war Phase 1 sozusagen gelaufen und jetzt sind gerade die Vorbereitungen für die Phase 2 Studien sind unterwegs. Aber vielleicht können Sie das nochmal präzisieren. Also wie ist da der Ablauf genau geplant und welche Studien gerade bei RNA-Impfstoffen erwarten Sie noch?
Ja, da unterscheiden sich die beiden Ansätze etwas. Bei der BioNTech-Prüfung war es so, dass Phase 1 und 2 kombiniert wurde, aber es gab einen Zwischenschritt. Zunächst wurden 200 Probanden geimpft und dann gab es eine kurze zusätzliche Beurteilung durch das Paul-Ehrlich-Institut und dann werden die nächsten 500 Probanden etwa geimpft. Aber das ist dann schon ein Genehmigungsvorgang, insofern eine kombinierte Phase 1-2-Prüfung, die ähnliche Kombinationen, aber ohne Zwischenschritt finden bei der CureVac-Studie statt. Das heißt, wir werden ja sehr häufig gefragt, beschleunigen wir zu stark und verlieren wir hier den Überblick? Ich kann sagen, wir behalten die notwendige Sorgfalt da, aber Dinge, die kombiniert werden können, wie Phase 1 und 2 und Phase 2 und 3, werden nicht nur bei uns, sondern in weltweiter Absprache unter den Regulatoren und Firmen kombiniert. Das ist auch sinnvoll zu beschleunigen und hat keinen Einfluss auf die Sorgfalt. Und ein weiterer Schritt, den wir hier vornehmen, ist natürlich, dass gewisse Untersuchungen vor der Erstanwendung weiter notwendig sind und von uns auch verlangt werden. Andere Dinge wie die Schutzwirkung parallel zu den klinischen Prüfungen laufen können. Jetzt gab es ja zum Beispiel bei einem von diesen vektorbasierten Impfstoffen auch schon Daten aus dem Großtiermodell, wo dann eben rauskam, dass es gar nicht so sehr die Infektion verhinderte, sondern eben, wie Sie ja eben schon sagten, eigentlich nur die schweren Krankheitszeichen sozusagen reduzieren werden. Ist das eigentlich eine gute oder nicht so eine gute Nachricht für die Impfstoffentwicklung? Das ist völlig in Ordnung für die Impfstoffentwicklung, weil wir ja dem nachgehen werden am Menschen. Wichtig ist hier erstmal zu sehen, dass eine Schutzwirkung vor der Krankheit erzielt wird und dass es keine Schäden gibt, die in irgendeiner Form vom Impfstoff herrühren. Und hier gibt es eine ganze Reihe, übrigens auch erste Versuche an Hamstern. Und ein wichtiger Punkt ist aber bei diesen Covid-19-Impfstoffentwicklung, dass wir auch die theoretischen Risiken im Blick haben. Und hier ist es noch nicht so weit, dass wir da gute Tiermodelle haben. Das sind einmal die theoretischen Risiken der Enhanced Respiratory Disease, also verstärkte respiratorische Erkrankung aufgrund einer Polarisierung des Immunsystems nach der TH2, aber dann auch die infektionsverstärkenden Antikörper, die eine Rolle spielen. Und da spielt eine große Rolle, dass man gute Tiermodelle hat, dass man in diesen Tiermodellen vielleicht auch eine gute Positivkontrolle hat, um sicher zu sein, dass die Messung vernünftig sind, die man da macht. Und diesem Phänomen wird genauso auf unser Verlangen hin nachgegangen. Aber diese Ausgangssituation bezogen auf sozusagen taugliche Tiermodelle, sage ich jetzt mal, ist bei den SARS-CoV-Impfstoffen nicht so ganz perfekt, oder? Absolut imperfekt. Also wir haben es mit einem ganz neuen Erreger zu tun. Wir müssen lernen, welche Tiermodelle wirklich am geeignetsten sind in Bezug auf Disease, in Bezug auf Impfstoffe ist das ziemlich klar, wie wir das erläutert haben. Und natürlich lernen wir immer wieder dazu, ja. Herr Mettenleiter, vielleicht noch zum, wir kommen so langsam zum Schluss, wir haben 3:03. Welche Frage brennt bei Ihnen sozusagen gerade auf den Nägeln? Also eine ungeklärte Frage jetzt bezogen auf diese Frage Zoonosen. Welche Tiere können sich infizieren? Wo sehen Sie da in Ihrem Fachbereich sozusagen noch Forschungsfragen? Jetzt ganz akut für SARS-CoV-2 und die Frage, wen müssen wir da eigentlich schützen oder was können Sie noch mehr tun? Also im Endeffekt gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen, die natürlich noch relevant sind. Zum einen gibt es noch weitere lebensmittelliefende Tiere, von denen wir bisher einfach nicht wissen, ob sie empfänglich sind oder nicht. Wiederkäuer gehören dazu. Da laufen bei uns auch gerade Experimente. Das heißt, da können wir im Moment einfach noch keine Aussage treffen. Die zweite große Unbekannte ist ja, gibt es einen Zwischenwirt? Und wenn ja, wie kann der aussehen oder hat der ausgesehen? Auch in dem Kontext sind wir gerade noch tätig, um zu analysieren, was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten, auch im Vergleich zu dem, was wir bei SARS-CoV, also bei der ursprünglichen SARS, gesehen haben. Dort sind dann eine ganze Reihe von Tieren als Zwischenwirte diskutiert worden, ob das nun Larvenroller sind oder Marderhunde. Also auch hier sind viele Fragen offen, denen gehen wir natürlich auch nach. Und das Dritte, und das ist ganz am Anfang angesprochen worden, wir haben natürlich auch durch die Möglichkeit, bei uns die Fledermausversuche in den Flughunden zu machen, Möglichkeit abzuprüfen, was eigentlich Voraussetzungen sind, um solch ein Virusreservoir darzustellen. Das heißt, wie geht diese Gruppe von Tieren denn mit Erregern um? Ist das grundsätzlich etwas anderes und deswegen sind sie ein gutes Reservoir? Oder hat das damit zu tun, dass das nun die zweitartenreichste Familie der Säugetiere ist und deswegen natürlich auch entsprechend viele unterschiedliche Arten und Varianten von Viren dort vorkommen? Das sind so drei Grundfragestellungen, denen wir uns gerade nähern. Dann hätte ich noch eine Schlussfrage an Herrn Cichutek.
Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass was die Publikationstätigkeit der Impfstoffentwickler angeht, die ist sozusagen im Moment etwas optimierbar. Damit meine ich jetzt weniger die Deutschen, sondern auch noch viele andere Projekte. Wie sieht das eigentlich bei Ihnen aus? Also die Zugänglichkeit dieser Daten, nicht nur aus den Studien, die sozusagen in Preprints oder in Formaten publiziert werden. Also welche Auflagen haben denn eigentlich die Hersteller Ihnen, diese Daten zur Verfügung zu stellen? Sind Sie bisher zufrieden mit dem Publikationsverhalten oder eher weniger aus Ihrer Sicht? Ich meine, die wissen natürlich mehr als wir, aber was ist denn Ihr Eindruck, auch für die Öffentlichkeit? Das ist ja eine wichtige Frage. Ja, also für meine Begriffe wird im Moment im Feld unheimlich viel publiziert und auch sehr schnell publiziert. Da wage ich manchmal an der Qualität der entsprechenden Publikation ein bisschen zu zweifeln. Und Herr Mettenleiter schmunzelt dazu. Ich glaube, da hat er einen ähnlichen Eindruck. Das heißt, es wird sehr viel, sehr schnell publiziert. Und wir müssen immer verstehen, Publikationen unter uns Forschern sind ja auch Schreiben, indem wir uns über erste Ergebnisse orientieren und man bekommt ein richtiges Bild, wenn auch vielleicht mehrere Labore ähnliche Ergebnisse erhalten haben. Zweitens, wir bekommen natürlich bei der Entwicklung von diesen neuen Impfstoffen alle Daten in aller Vollständigkeit und wir müssen ebenfalls nachher bei der Nebenwirkungsbeobachtung der Pharmakovigilanz auf die gesamte Welt blicken. Und hier sind die Hersteller gefordert, uns diesen gesamten Überblick zu verschaffen, den wir uns natürlich durch zusätzliche Signaldetektionen ebenfalls verschaffen. Das heißt, da sind wir sehr zufrieden, dass wir wirklich alle Daten dargeboten bekommen. Aber ja, in Bezug auf die konkreten Impfstoffentwicklungen ist es immer so, dass natürlich vertrauliche, geheimhaltungsbedürftige Daten, wie zum Beispiel bestimmte Herstellungsformen oder besondere Tricks, nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil sie patentgeschützt sind, auch das Eigentum der entsprechenden Hersteller sind. Das, denke ich, ist auch legitim. Aber ich bin sicher, dass auch positive Ergebnisse sehr schnell von den Herstellern und Entwicklern an die Öffentlichkeit durch Publikation gebracht werden. Denn schließlich macht das auch einen Teil des Marketings aus. Wir wollen ja die Welt wirklich mit Impfstoffen versorgen. Die Impfstoffhersteller ziehen da alle an einem Strang und versuchen in Konsortienbildung das zu erlangen. Und dazu gehört natürlich auch früh darüber zu publizieren. Aber wenn Sie das jetzt im Konkreten nochmal angucken, wir hatten letztens eine Kleinveröffentlichung von Moderna NIAID über die ersten Ergebnisse zur Immunogenität der Impfstoffe. Und das war doch sehr sporadisch und sehr allgemein gehalten, sodass man wirklich keine wissenschaftliche Publikation hier hatte, wo man im Detail sehen konnte, was bedeuten diese Daten. Und Sie sehen ja auch die ganze Diskussion, die mit vielen Virologen im Moment öffentlich darüber geführt werden, wie gut auch einzelne Publikationen sind, wie sehr sie noch von anderen nachgebessert werden müssen. Also ist sicherlich vieles zu verbessern, aber die Publikationswilligkeit ist im Moment riesig groß. Jeder will die Nase vorn haben und auch was zu Covid-19 gesagt. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Stichotek und Herr Professor Mettenleiter. Und für die Journalisten da draußen nochmal, das Video wird ungefähr in einer Stunde nochmal zum Nachhören und Anschauen auf unserer Website veröffentlicht und dann gibt es auch sehr bald ein Transkript mit dem, was gerade gesprochen wurde. Und dann bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen da draußen und auch bei Ihnen beiden nochmal und einen schönen Tag noch. Danke, schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss.